Die Gespräche verstummen, sobald sie hinzutreten. Ihr Guten Morgen findet keinen Widerhall. Ihre Aussagen werden permanent falsch wiedergegeben. Unterlagen verschwinden oder man versucht sogar, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Dann zählen sie höchstwahrscheinlich bereits zu der Gruppe der Mobbingopfer. Eine wahre Geschichte eines Betroffenen. Ich wurde von der 2. bis zur 4. Klasse in der Hauptschule stark gemobbt. Ich war damals sehr still und schüchtern. Ich hatte mich schon früher von der Klasse abgekapselt und ging auch nie in den Pausen raus, weil ich Angst hatte, dass mich jemand zusammenschlägt. Ich habe einfach nicht mehr lernen können. Wäre das Mobbing nicht gewesen, hätte ich bessere Noten erreichen können. Kein Lehrer hat mir jemals geglaubt oder mir geholfen. Sie sagten, ich werde immer mit demselben Blödsinn zu ihnen kommen. Das Mobbing ist weitergegangen. Sie haben mich geschlagen, bis ich mitten im Unterricht einfach abgehauen bin. Ich war einfach am Ende meiner Nerven. Wir haben auch einige Leute auf der Straße befragt und zeigen Ihnen nun deren Meinung zum Thema Mobbing. Ja, also jeder weiß natürlich, dass Mobbing scheiße ist und dass es nicht gehört. Und ich finde, man sollte auch viel mehr darüber aufklären in Schulen und so, dass man da den Kindern einfach beibringt, dass es nicht okay ist zu mobben. Also ich finde, Mobbing ist leider mittlerweile ein sehr verbreitetes Thema, gerade auch in Schulen. Und ich finde es eigentlich sehr schlimm, weil anstatt dass man sich unterstützt, arbeiten Kinder zum Beispiel auch gegeneinander, grenzen sich aus. Und ich finde, gerade die Lehrpersonen sollten schon schauen, dass sie da dagegen arbeiten und wirklich eine Gemeinschaft schaffen. Natürlich ist bei so einem Thema die professionelle Meinung eines Experten wichtig. Wir haben Frau Magister Heike Niederreiter getroffen und mit ihr über die möglichen Maßnahmen über Mobbing gesprochen. Also aus meiner Sicht als Lehrperson ist eine ganz wesentliche vorbeugende Maßnahme das soziale Lernen. Soziale Lernen als ein kontinuierlicher Prozess, also nicht in diesem Sinne, ich halte eine Stunde zum Thema Mobbing, sondern baue das regelmäßig über all die Jahre, die ich die Klasse führen darf ein. Kooperationsspiele natürlich in all diesen Formen oder auch im Rahmen von Kommunikationstraining oder Konflikttraining. Also den Kindern aufzuzeigen, da gibt es Möglichkeiten, mit solchen Problematiken umzugehen. Da gibt es eine Person, an die ich mich auch innerhalb des Schulsystems wenden kann. Und für mich selbst als Lehrperson, wenn ich denn merke, dass da etwas am Laufen ist oder sich ein Kind an mich wendet, sich auch professionelle Hilfe zu holen, vielleicht bei Beratungslehrerinnen oder Beratungslehrern die nächsthöhere Ebene anzusprechen und immer den Gedanken zu haben, soziales Lernen ist nie verlorene Zeit. Jede Minute, die ich da hinein investiere, kann ich auch alles Kognitive besser umsetzen und besser abarbeiten. Mobbing kann jeden treffen, von einem auf den anderen Tag. Plötzlich Opfer zu sein, bringt Menschen um ihre Motivation, ihre Selbstachtung, ihre Gesundheit. Doch wer rechtzeitig seine Situation erkennt, kann das Schlimmste verhindern.